Zeitabteiler hier Backstage bei Wheel of MMA 48 live auf Saarbrücken und neben mir steht Ömer Can Kardeşler. Ömer, wie zufrieden bist du mit deiner Leistung? Sehr zufrieden, sehr zufrieden. Es hat alles wirklich so geklappt, wie ich es vorher mit meinem Trainer Sabah Bolagi und Kenan einfach probiert habe und es uns vorgestellt haben. Hast du den Finish gespürt? Wolltest du ihn submitten? Ich habe gesehen, er gibt mir einiges und ich habe auch gemerkt, ich komme leicht dazu. Und dann wollte ich das einfach nur noch schnell holen und beenden. Ich habe ja mehrere Sachen ausprobiert, Guillotine, das Choke. Am Ende, den Rücken hatte ich auch mal kurz, aber dann hat es halt mit der Armtriangel geklappt. Warst du vielleicht überrascht, dass er so viele Submission-Versuche standgehalten hat? Er ist ein guter Mann. Also man darf niemanden unterschätzen auf jeden Fall. Und er ist ein guter Mann. Er kommt vom coolen Team, vom guten Team. Ich wusste, was mich da erwartet. Ich habe ihn 100% ernst genommen. Und so wie wir uns vorbereitet haben, so hat es geklappt. Du hast deinen Trainer angesprochen, Sabah Bolagi. Sabah, wie zufrieden bist du mit seiner Leistung? War das genau das, was ihr im Training geplant habt? Auf jeden Fall. Also ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Also der Anfang, das Setup war ganz gut. Wir hatten geplant, dass er den mit Jabs interrupten soll, mit schnellen, harten Jabs. Dann ging es eigentlich auch schnell zu einem Scramble über einen Takedown von einem Gegner. Und gut, die erste Triangle hat mein Herz kurz ausgesetzt, muss ich sagen. Die war schon eng, wie ich gehört habe. Aber er hat sich durchgekämpft und dann ging es ein Scramble und dann ist bei Ömer eigentlich immer so Autopilot. Ich muss sagen, in den letzten Jahren wirklich hat sich das auf jeden Fall stark gebessert. Er hört wirklich von außen auf jeden Fall und das macht das Ganze halt sehr angenehm, weil man sagt einfach, wie es in einem Computerspiel, was er machen soll, und er macht's und das macht die Ecke dann halt sehr entspannt, muss ich sagen. Und in den letzten Kämpfen hat das Ergebnis natürlich dann auch zum Sieg geführt. Ja, definitiv. Also Bilanz 11-5-2 jetzt. 4 Kämpfe Siegesserie, 12-5-2, 4 Kämpfe Siegesserie, alle vorzeitig beendet, richtig? Wahnsinn. Also Finisher, wie er im Buche steht, und du hast mit mir heute vor ein paar Stunden schon gequatscht und hast gesagt, wenn ich diesen Key-Matchup hier gewinne gegen die Nummer 4 in der Gewichtsklasse, möchtest du den Titelkampf haben. Kannst du uns noch ein paar Sachen dazu sagen? Also Willow, wenn man soll auf jeden Fall wissen, ich bin bereit dafür, für jede Schandtat hier bereit. Im September ist Willow in Stuttgart, also gib mir das Ding. Hast du eine Message an alle anderen Federgewichte? Seid bereit. Und jetzt, meine letzte Frage ist eigentlich, hast du abschließende Worte an deine Fans, an Leute, die dich unterstützt haben, an Sponsoren? Auf jeden Fall. Also das wichtigste Wort gilt erstmal meinen Trainern, die immer zu mir stehen, auch mich begleiten und dann auf jeden Fall die ganzen Leute, die mitreisen hier, wenn man einmal darüber schreit. Wo seid ihr jetzt alle? Hey! Aber egal, die gucken sich gerade den Kampf an, aber ich kann bezeugen, dass eben die Halle voll war und jetzt, wo der Kampf kommt, ist niemand mehr da. Wenn man was planen tut, es funktioniert nicht. Aber es waren schätzungsweise 40 Leute heute wieder da. Ich bin denen sehr dankbar, dass ich diesen Weg auf sich nehme, die Eintrittskarten bezahlen, kommen, unterstützen. Es funktioniert noch nicht alles, die Planung. Wir sind am Arbeiten, aber beim nächsten Mal wird es besser. Hammer, ich freue mich auf deine nächsten Kämpfe.